wenn Virginia Woolf, die große englische Schriftstellerin des frühen 20. Jahrhunderts, recht hat und es gibt keinen gescheiten Grund, ihr zu misstrauen, dann wurde Jane Austen als kleines Kind von einem Engel aus ihrer Wiege gezogen. Dieser Engel nahm die kleine Jane auf eine Reise mit, zeigte ihr den Platz auf der Welt, wo sie leben würde, und legte das Kind wieder zurück in die Wiege. Die Grenzen, die geografischen, die sozialen und auch die Grenzen des Gefühls der künftigen Autorin von Vernunft und Gefühl, von Stolz und Vorurteil, um hier nur zwei der bekanntesten Titel zu nennen, wurden offenbar schon im Himmel abgesteckt. Wie gesagt, meine Damen und Herren, es gibt keinen vernünftigen Grund, an dieser Deutung zu zweifeln. Man muss aber allerdings hinzufügen, dass die Engel, die über der englischen Grafschaft Hampshire, dort wurde Jane Austen 1775 geboren, dass also die Engel, die dort ihren Dienst verrichteten, den ihnen anvertrauten Schützlingen nicht nur ihre Grenzen aufzeigen, sondern ihnen darüber hinaus auch noch eine gehörige Portion Humor mit auf den Lebensweg geben. Solche Engel wünschte man sich auch anderswo. Anderswo und in großer Zahl. Wenn unser einer über die Biografie eines Autors, einer Autorin, nicht viele Einzelheiten berichten kann, werde zu sehr, dann hilft nur der Hinweis, das Leben müsse sich aus dem Werk erschließen. Jane Austen machte da keine Ausnahme. Sie war eine diskrete, man kann fast sagen, eine verschlossene Person. Ihre zahlreichen Werke veröffentlichte sie nie unter ihrem eigenen Namen. Stattdessen stand an der entsprechenden Stelle des Buches der Vermerk »By a Lady«. Wenn sie sich jemandem anvertraute, dann war das ihre Schwester Cassandra. Cassandra war die um 2 Jahre ältere und da es im Haus der Austens noch 6 Brüder gab, hingen Jane und Cassandra ganz besonders eng aneinander. Cassandra war die malerisch begabte Schwester. Sie hat Jane Austen 2-mal porträtiert, einmal als Rückenansicht, einmal von vorn. Und nach Angaben von Zeitzeugen weist leider allein das Rückenporträt eine erkennbare Ähnlichkeit mit dem Original auf. Vielleicht lag das an einer gewissen künstlerischen Befangenheit. Vielleicht wollte Cassandra aber ihre jüngere Schwester auch nur vor der Öffentlichkeit schützen. Das war wohl auch ihr Motiv, als sie nach dem Tod von Jane 1817 einen Großteil der Briefe, in denen ihr die Schwester Privates, sehr, sehr Persönliches anvertraut hatte, nicht einem literarischen Archiv überließ, sondern verbrannte. Schweren Herzens, wie sie dazu schrieb. Doch ganz im Verborgenen kann das Leben einer Autorin von Weltruhm naturgemäß nicht bleiben, einer Schriftstellerin, die schon zu ihren Lebzeiten mit ganz wenigen sehr kuriosen Ausnahmen nicht nur von ihren Schriftstellerkollegen geliebt wurde, sondern deren Auflagen erst langsam, dann aber beständig stiegen und stiegen, heute immer noch Kopf an Kopf mit völlig Unvergleichbarem, nämlich Harry Potter, liegen. Zu schweigen von der Begeisterung, die 200 Jahre nach der schriftlichen Fassung die Filme auslösten, die über die Romane gedreht wurden. Die Wiege, aus der jener junge Engel Jane Austen entführte, stand im Rektorat von William George Austen, dem Pfarrer der Gemeinde Steventon, in der Provinz Hampshire, mithin im Süden des Königsreichs. Dieser William George Austen war nach allem, was wir wissen, ein freundlicher, kunst- und ganz besonders literaturbeflissener Geistlicher. Kleiner Sprengel konnte die Familie materiell einigermaßen unterhalten, doch bei 8 Kindern musste der Haushalt naturgemäß streng durchgerechnet werden. Das Thema Geld war beileibe nicht nebensächlich. Gleichsam als Zusatzerwerb unterrichtete Janes Vater daher junge Männer, die sich auf ihr Studium in Oxford vorbereiteten. In einen dieser Studenten verliebte sich Schwester Cassandra. Der junge Mann hielt auch um ihre Hand an, doch da er nach dem Examen noch mittellos war, nahm er einen Posten in der Karibik an, wo er einige Zeit später an Gelbfieber verstarb. Cassandra blieb unverheiratet, wie ihre Schwester Jane auch, die zwar einmal eine Verlobung einging, diese aber auch aus nicht geklärten Umständen wieder löste. Und so ist es kein Zufall, dass Jane Austen
auf allen Bildern, die wir von ihr kennen, stets eine keusche Haube trägt. Und damit zurück ins Rektorat. Pfarrer Osten duldete nicht nur, dass sich seine Tochter dem Schreiben widmete. Er, hier lassen wir einen Chronisten sprechen, er gestattete ihr sogar den Zugang zu seiner Bibliothek. Was nicht völlig unerhört, was aber für die Zeit auch nicht so völlig selbstverständlich war. Später, da ist seine Tochter 22, schickt der Vater das Manuskript, auf dem letztlich der Roman Stolz und Vorurteil, also Pride and Prejudice, basiert, an einen Londoner Verleger. Doch der lehnt eine Veröffentlichung ab. Verleger sind selten unfehlbar. Seit ihrem 12. Lebensjahr schrieb sie. Schrieb kleine Erzählungen zunächst, auch kleine Theaterstücke, die zu Weihnachten oder in den Sommerferien im Kreis der Familie aufgeführt wurden. Ich habe leider sehr viel mehr Zeit mit Schreiben als mit ordentlichem Studium verbracht, notierte sie später. Das war für ihre Verhältnisse ein fast schon koketter Ton. Ihr jugendliches Meisterstück verfasste sie als 15-Jährige. Das Werk war eine heute immer noch sehr komisch zu lesende Satire auf ihr Geschichtsbuch, hieß entsprechend The History of England und umfasste immerhin gut 3 Dutzend Seiten. Schwester Cassandra hatte das Werk mit Porträts verschiedener Herrscher versehen, die alle auf eine überraschende Weise sehr stark den Gesichtern der Familie Osten ähnlich sahen. Man wird also vermuten dürfen, dass diese Familie Osten ein künstlerisch reiches, ökonomisch eher eingeschränktes, im Ganzen daher keineswegs langweiliges oder gar unglückliches Leben führte. Und Jane schrieb und las und schrieb, verfasste Prosastücke und kleine Dramen, in denen sie die Themen und die literarischen Formen, die damals die Büchermoden bestimmten, etwa den Briefroman, aufgriff, parodierte und letztlich für ihre eigene Ausdrucksform nutzbar machte. Jane Austens häusliches, wenn wir so sagen dürfen, Glück wurde nachhaltig erst getrübt, als die Eltern 1801 mit den beiden Töchtern nach Bath, jenem mondänen Badeort in der Grafschaft Somerset, übersiedelten. Man muss sich das Bath jener Zeit als eine Art ausgelassenes Wiesbaden vorstellen. Und das war nun ganz und gar nicht die Welt der Jane Austen. Auch deswegen scheint ihr literarisch hier nicht viel eingefallen zu sein, vergleicht man das mit der sprudelnden Neugier früherer und späterer Jahre. 1806 stirbt der Vater, Witwe und Töchter blicken in eine unruhige Zukunft, doch dann geht es ein wenig so zu wie in einem von Jane Austens eigenen Romanen. Der Bruder wird von einem reichen Onkel adoptiert. Auf seinem großen Anwesen steht auch ein kleines Landhaus. Und dort hätte Jane Austen glücklich und ungestört die nächsten Jahrzehnte ihres Lebens verbringen können. Doch 1817 wird sie das Opfer einer Krankheit, welche die Ärzte nicht heilen können. Sie stirbt noch im selben Jahr, gerade 41 Jahre alt. Jenes Manuskript, das der hoffnungsvolle Pfarrer Osten dem Londoner Verleger 1797 vergeblich zugesandt hatte, erschien in überarbeiteter Form 1813, also 16 Jahre später, unter dem Titel Pride and Prejudice. Und wieder etwas mehr als 1,5 Jahre später erschien es in Deutschland als Stolz und Vorurteil. Es knüpft in seiner Thematik an Jane Austens 1811 erschienenen Roman Vernunft und Gefühl, Sense and Sensibility, an. Und bevor wir uns auf diese Thematik einlassen, meine verehrten Zuseher, darf ich Ihnen nur ganz kurz 2 oder 3 dem Stoff zugrunde liegende Probleme vortragen. Das eine, gleichsam das materialistische Problem, lag im englischen Erbrecht jener Zeit begründet. Das, grob gesagt, im Erbfall stets nur den ältesten männlichen Nachkommen, respektive dessen ältesten männlichen Nachkommen, als Alleinbegünstigten vorsah. Hinter dieser Regelung stand einmal die feste, gesunde Überzeugung von der biblischen Überlegenheit des Mannes. Zum anderen die Angst vor der Zersplitterung großer Domänen. Liegt auf der Hand, dass bei diesem Verfahren die nicht erstgeborenen Söhne leer ausgingen und dass die Töchter ohnehin
von vererbbarem Besitz ausgeschlossen waren. Das ökonomische Heil einer Frau lag mithin einzig in einer ihre Existenz sichernden, einer vernünftigen Ehe. Soweit, so traditionell. Nun hatte sich, hier kommen wir zum zweiten Problem, bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts mentalitätsgeschichtlich auch in England manches verändert. Wie uns zahllose feministische Studien zeigen, war unter den Frauen ein neues Selbstbewusstsein auszumachen, das nicht länger bereit war, der herkömmlichen Rollenzuschreibung demütig zu folgen. Die Frauen wurden frecher. Nein, da handelte es sich noch nicht um eine Bewegung, wie sie dann Ende des 19. Jahrhunderts so mächtig aufbrach, Suffragetten. Wir reden hier auch nur vorsichtig vom Bürgertum, nicht von der Lage unter den Bauern oder den sogenannten niederen Ständen. Doch wenn Sie nur bedenken, meine Damen und Herren, in wie vielen Haushalten die Lektüre der Romane von Jane Austen, diese unschuldige Lektüre der Romane von Jane Austen, verboten war, damit die jungen Dinger nicht auf abwegige Gedanken kämen, dann bekommen Sie ein Gespür für die Richtung. Stolz und Vorurteil führt uns direkt in dieses Spannungsgefüge. Ich werde Ihnen den Roman hier nicht nacherzählen und Sie damit um die Freude beim Lesen oder nochmaligen Lesen zu bringen. Ich darf Sie nur an die Konstellation erinnern. Familie Bennet hat 5 Töchter und keinen Sohn. Der Landsitz droht, siehe oben, an einen männlichen Verwandten, einen Vettern der Schwester zu gehen. Für die weiblichen Mitglieder der Familie eine fatale Aussicht. Elizabeth, die zweitälteste Tochter der Bennets, könnte den Besitz erhalten, wenn sie jenen Vetter heiratete. Doch das lehnt sie ab. Es ist für eine Frau entwürdigend, einer Heirat zuzustimmen, nur weil dadurch Eigentumsverhältnisse gesichert werden können. Elizabeth weist allerdings anfangs auch einen anderen Bewerber, den noch vermögenderen, leicht arroganten Mr. Darcy ab. Diesmal aber, weil sie das Auftreten des Mr. Darcy abstößt. So viel zum Thema Stolz, ein Begriff, der hier besser vielleicht mit Selbstachtung übersetzt wäre. Das Thema Vorurteil kommt durch eine adlige Tante von Mr. Darcy ins Spiel, die die junge, hübsche Elizabeth nach allen Regeln der Kunst abzusnobben versucht. Nun führt aber gerade diese Kränkung zur Katharsis, zur Läuterung. Sowohl Darcy wie Elizabeth erkennen, dass man die eigenen Positionen auch überziehen kann, dass ein jeder, eine jede der Gefahr von Stolz und Vorurteil erliegen kann. Es kommt, wie es dankenswerterweise immer bei Jane Austen, kommt zu einem glücklichen, Gott sei Dank aber nicht zu einem kitschigen Ende. So viel zur Struktur und so wenig zu dem, was dieses Werk zu einem so grandiosen Roman macht. Die Nacherzählung verrät nämlich nichts über die Ironie, den Ton geschmackvoller Spöttereien, der das ganze Buch durchzieht. Manche Figuren, hat ein Kritiker geschrieben, manche Figuren scheinen von der Autorin nur vorgestellt, damit sie ihnen gleich wieder den Kopf abschlagen kann. So entstand ein Roman über gesellschaftliche Zustände und gleichzeitig über die schlechten Romane, die diese Zustände verlängern. Geschrieben, wie fast alle Werke der Jane Austen, mit äußerster Zurückhaltung, leidenschaftliche Szenen, wilde Passionen, nein, die sind ihre Sache nicht. Nie, meine Damen und Herren, nie scheint ein Vollmond. Dafür gibt es den Nachthimmel ohne Wolken. Vielleicht eine Erinnerung an den Ausflug mit dem Engel. Ja.